Weil sonst ist der Tag um. Ah, jetzt können wir hier. Was mache ich denn jetzt weg? Einfacher, energieeffizienter Schlag. Ah, sonst ist alles. Ich will mal. Ich glaube, ich lasse das erstmal. In der ersten Runde probiere ich es mal. Lasse ich erstmal so. Checken wir mal aus. Sind eigentlich gut drauf. Den Rastafari. Ah, dem sein Ausdauer geht auch schneller runter. Wenn der 0 hat, dann fällt er nur noch am Arsch. Dann kriegt er die Schnauze voll. Ah, ich glaube, das ist wieder ein Sieg. Könnt ihr mal probieren, den raus und den rein. Dann weichen wir jetzt zwar nicht mehr aus, aber fallen mehr aus. Ja, vielleicht war es auch ein Fehler. Jetzt kriegt er nur noch aufs Maul oder was? Ja, das ist nicht so gut, glaube ich. Okay, Mann, scheiß. Machen wir den wieder rein. Das sah ja ganz gut aus so. Ah, der ist gleich down. Beziehungsweise seine Ausdauer ist weg. Dann kann er die Arme nicht mehr hochhalten, dann kriegt er einen nach dem anderen ins Gesicht. Zack. Ah, da werden wir, denke ich mal, gewinnen. Lassen wir mal so. Ja. Vielleicht liegt er wieder. Ja, weil er keine Ausdauer mehr hat, ne? Aber wenn er trifft, dann tut's weh. Ja. Stärke 1. Also, wir sind eigentlich überlegen. Gleich ist er wieder am Arsch. Oh, der lebt immer noch. Zack. Ey, der wird aber doch noch knapp, oder? Meine ich nur. Alle jetzt. Ja, wir haben gut verloren. Okay, in der Liga habe ich plus 38 Punkte. Na gut, das hat ein paar Fähigkeiten mehr, ne? So, können wir den nächsten Skillpunkt setzen. Ah, mach mal das, würde ich sagen. Geht auf die Ausdauer des Gegners. Ja, nee, jetzt müssen wir erstmal wahrscheinlich wieder arbeiten und so. Wollen uns noch nicht anmelden für den nächsten Kampf. So. Aber erstmal Snacks kaufen. Ja, vor allem Essen, ne? Eben. Das war's wieder. Dann gehen wir nach Hause. Ja, muss aber auch ein bisschen zu trinken kaufen. Ey. Ja, der trocknet doch aus. Nein. Der zieht sich das aus dem Fleisch, weißt du? Der trinkt reines Blut. Deswegen ist er so gut im Kampf. So. Da haben wir noch ein bisschen mehr Bubu. Jetzt hat er Schmeid. Oh, die Stärke ist schon wieder runtergegangen.
paar Liegestütze, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal das Ultimate Fighten an. Aber ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Ja. Echt? Meinst du? Ah, ich denke mal, das schaffen wir nicht. Ach so. Kann man sich dann vorher angucken, was für Werte der hat und dann eventuell abbrechen oder so? Weiß nicht. Das weiß ich gar nicht. Na, gehen wir zu Fuß. Hi, ich hörte, du organisierst Ultimate Fighting. Siehst nicht aus wie ein Polizist, also ja. So, jetzt sind wir da. Jetzt kannst du in der Ultimate League kämpfen. Ich mache mir schon ein paar Sorgen. Ah. Dann bin ich dabei. Okay, sind gefährlich. Schauen wir mal. Kampf verfügbar. Sollen wir machen oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, komm, einfach mal ausprobieren. Ja. Ach du Scheiße. Da jetzt irgendwelche Werte von dem kommenden Fight? Ja, jetzt sehe ich sie. Der ist natürlich. Guck mal, wie viele Fähigkeiten er hat. Alter, hoher Schlag, hoher Tritt, Gegenreaktion, Blocken. Ja, 5. Und du hast 2. Wir sind verloren, ey. Ey, wir sind verloren. Dann mal los. Das gibt aufs Maul. Kannst du nur abbrechen? Nein, du kannst nicht mehr zurück. Oh, guck mal, was der uns reintut. Aber hallo. Da verlieren wir ordentlich jetzt. Ah, der hat, guck mal, wie viel Leben der auch hat. Ja. 125, wir haben 99. Hey, das gibt eine Fracht Prügel hier. Boah. Ja. Augen zu und durch. Ich glaube, da ist die Chance größer, dass der irgendwie einen Herzinfarkt erleidet, als dass er uns da irgendwie nicht vertrimmt. So aus Erschöpfung, weil er immer auf uns einschlägt. Oh, wir haben umgehauen. Ah, seine Ausdauer ist platt. Ah, das wird uns wahrscheinlich auch nicht mehr retten. Das rettet uns jetzt auch nicht. Na, das wird ganz böse. Oh, jetzt geht's aber los. Wenn die Ausdauer weg ist, dann... Hast du nicht gerade ein neues Taktik geskillt? Dass du den reinnehmen kannst? Nee. Doch. Ja, ich könnte den mal probieren, aber... Der bringt jetzt auch nichts. Der ist eh fast down. Ja, hast du den nicht reingetan, ey. Achso, alle drei kannst du nicht reinnehmen? Der hat, guck mal, was der für Werte hat. Der ist uns überlegen. Aber wir haben uns gut, haben gut runtergeboxt. Dann werden wir wohl nicht noch gewinnen, oder? Ah, scheiße. Ja, hauen wir nochmal ganz gut runter, wa? Ah, das war schade. Ja, ordentliche Galerie hier. Aber war doch knapp, fand ich. Mhm. Ja, super. Ja, geil. Gebrochener Arm. Ich kann also meine Arme nicht trainieren. Wieso ist das weniger wirksam? Na geil. Geht wahrscheinlich auf die Stärke, aber da wir eh auf Geschick gehen, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Oh weia. Jo. Okay, gehen wir mal schnell nach Hause. Gut dann. Aber guck mal, voll motiviert. Der Balken ist voll, siehst du das? So.
zwei Tage und direkt mal den nächsten Kampf. Was haben wir denn noch im Kühlschrank? Drei Essen, auch gut. Ja, dann können wir mal arbeiten, trainieren. Oder erstmal arbeiten. Nee, das sind zwei Tagen. Ja, die Ultimate Fights, die lassen wir erstmal aus. Wenn wir in der Anfängerliga jetzt mal weiterkommen. Ich glaube, auf Platz 5 müssen wir uns vorarbeiten, ne? Oder wie war das? Ah, wir sind mal wieder platt. Schlafen gehen. Ja. Hunger sind wir auch nicht. Sehr gut. So, der Kampf ist heute. Mal schnell was futtern. Können wir theoretisch direkt kämpfen, aber ist auch ja, Arme können wir nicht trainieren. Schade. Gerade mal 0 Uhr. Springen wir noch schnell ins Fitnessstudio. Okibude. $10. Bei den frischen wir mal ein bisschen auf hier. So Mitte. Okay, ich glaube, das ist auch mit den Armen jetzt zu tun. Den will ich es auf 2 kriegen hier. Machen wir gleich noch unseren ersten, unseren nächsten Kampf. Na komm, reicht. Oder gleich wieder platt ist. Oh, der hat wieder 5 Geschick. Oh, 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 oh. Oh, nicht schön. Ah, probieren wir mal. Boah. Er hat auch wieder so viel Leben. Oh, jetzt kommen die Kombos. Du Scheiße, 12er Kombo hat er uns reingetan. Oh ja. Das war bitter. Ah, nee, der haut uns zusammen. Mist. Das könnte wahrscheinlich in die Hose gehen. Da werden wir erstmal ein bisschen mehr trainieren müssen. Das geht gar nicht. Ne? Ja, haut uns zusammen. Das werden wir nicht schaffen. Das ist ja noch schlimmer wie beim Ultimate Fighten. Verdammt. Da müssen wir erstmal ein bisschen mehr trainieren. Zweimal weggeboxt. Sind wir auch direkt wieder im Rang gesunken. So. Schauen wir mal. Angriff überspringen, übrigens auch sehr gut. Oh, 5 Dingens. Neues Talent. Richtig. Energie. Eigentlich haben wir kein Problem mit Energie gehabt, ne? Erhöht die Chance, seine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren. Nö, Ausdauer war immer gut, ey. Also der war eigentlich immer gut bei uns. Stimmt, stimmt. Oder machen wir mal blocken.
Das Problem ist, wir haben nur zwei Slots da, ne? Ah, block. Oder wir blocken mal, aber ausweichen. Warte mal, das ist. Auszuweichen, das ist dasselbe praktisch, nur ohne Schaden halt, ne? Dafür brauchen wir zwei Stärke. Für nur einen. So, blocken verzichte ich mal. Hoher Tritt. Der Angriff überspringen ist gut, wenn du keine, wenn du Energieprobleme hast. Aber die haben immer voll, von daher ist das für den Arsch. Guck mal nicht. Da muss man echt abwägen, was man nimmt, ne? Ja. Wir nehmen mal hohen Tritt. So. Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder arbeiten, denke ich mal. Ja, genau, spar mal Talentpunkte. Ah. Exor. Bill Spark ist der nächste. Stärke 3, 2, 2. Und es ist genau andersrum. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nochmal eine Runde arbeiten. Ein Geld verdienen. Vielleicht hätten wir auch wegen den Armen nicht kämpfen sollen. Mit einem gebrochenen Arm geht das manchmal auch schlecht. Oh, Telefon schon wieder. Ja. Ich hab gerade getweetet, retweete mal. Was hast du getweetet? Hey Junge, hast du eine Garage schon mit Sportgeräten vollgestellt? Ich glaube, ich würde mir da einiges an Zeit und Geld sparen. Nur für dich. Für mich? Ach, mein Handy ist leer, na super. Okay. Ah, okay, das, da kannst du Sportgeräte kaufen. Aber erst müssen wir mal essen. Oh, das letzte Fleisch. Oh, ich glaube, da gehen wir mal richtig von. Oh, ein bisschen pennen. Jo, wir haben doch Espel in der 8. Die Figur. So, jetzt gehen wir mal arbeiten. Geld verdienen, da können wir uns auch ein paar Geräte kaufen. Oder eins zumindest. Habe ich mir schon gedacht, dass das ein Joke war. Okay, der vermeldet schon wieder den nächsten Kampf und so. Ja. Haben eh noch einen Tag hier Arm gebrochen. Und die Werte fallen wieder, siehst du? Diese Sache. Ja, over ja. Boah. Jawohl, ey, der blaue? Oder was das für eine Farbe ist? Blau, ne? Hellblau. Das ist blau, ja. Er ist gleich auf 3. Ja, aber der sinkt eher. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Holen wir uns mal. Oh, ja. Na gut, ich bin voll geladen mit Geld.